herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen des Fundraisings. Hier ist noch einmal Jan Ückermann. Die Fachtagung Fundraising für Hochschulen hier an der Evangelischen Akademie in Bad Boll ist zu Ende, fast zu Ende, denn einen Gast darf ich noch begrüßen, Kerstin Rieder. Hallo. Hallo, Sie sind zuständig für Research an der TU München. Und die TU München, das habe ich jetzt auch schon von Kolleginnen und Kollegen hier gehört, sei die Hochschule, die am längsten im Hochschulfundraising dabei ist. Ist das wirklich so? Ja, nach meinen Erkenntnissen schon, oder nach meinen Kenntnissen ist es richtig. Wir sind seit etwa 15, 16 Jahren darin tätig. Ich selbst bin seit 8 Jahren dabei und mache seit 6 Jahren das professionelle, das gesammelte Research für Prospects. Okay. Jetzt waren Sie das erste Mal hier auch an dieser Tagung, haben Sie mir eben verraten. Und ja, ich würde gerne einfach von Ihnen mal hören, was ist Ihr Fazit von der Tagung und was nehmen Sie vielleicht auch mit, weil Sie haben selber hier auch einen Workshop gegeben, genau zu diesem Thema Fördererprofile, Fördererrecherchen, Fördererprojekte aber auch. Da wollen wir jetzt gar nicht so stark drauf eingehen, sondern eher Ihr Fazit. Was ist Ihr Fazit? Also ich fand das eine ganz, ganz großartige Veranstaltung, einfach auch mit vielen Kollegen zusammenzukommen, also Kollegen aus anderen Universitäten, aus anderen Hochschulen, einfach mal zu schauen, wo stehen die gerade, woran arbeiten die, was sind deren Probleme, wo sind wir tatsächlich auch schon weiter, auch eben im direkten Austausch, vielleicht noch ein paar Tipps geben zu können und einfach die ganze Atmosphäre hier, man hat wirklich so das Gefühl gehabt, man kommt mit den Leuten direkt in Kontakt und mit denen man sonst niemals direkt in Kontakt treten würde, und das fand ich als Austauschplattform ganz großartig. Wie haben Sie das erlebt? War das ein offener Austausch, offener, ehrlicher Austausch oder was es ja auch oft dann gibt, nein, wir haben da Geheimnisse und die dürfen wir jetzt nicht so verraten. Wie war da Ihr Eindruck? Ich hatte das Gefühl, das war sehr offen. Also man hat natürlich jetzt keinen Namen preisgegeben, das ist klar, das wird keiner tun. Aber so einfach so ein sehr offenes Gespräch. Also auch so diese informellen Teile fand ich sehr nett, dann abends nochmal zusammenzusitzen. Da war es einfach ein ganz, ganz netter kommunikativer Austausch. Sie haben eben mir im Vorgespräch auch schon nochmal gesagt, dass Sie sehr überrascht waren, dass Sie scheinbar die Einzige in Deutschland sind, die Research macht. Ist das wirklich so, oder? Das war das, was ich jetzt hier rausgezogen habe. Also es war mir eben bis dato nicht bewusst. Es ist dann hier von außen nochmal kommuniziert worden, auch von Frau Ehlers, dass ich wohl die Einzige bin. Das, wie gerade gesagt, das war mir so nicht klar. Ich habe aber auch viel Feedback bekommen, dass sich andere Stellen das wünschen würden, sowas zu haben, so eine Stelle zu haben, und dass es eigentlich bei vielen unter ferner Liefen läuft, oder dass die Leute eben, die Kollegen, sich mit dem Thema zusätzlich noch beschäftigen, aber dass man sich das eigentlich wünschen würde, dass viel, viel mehr da investiert werden würde, um den Schatz zu heben, weil das ist einfach die Grundlage, mit der man dann eben auch später dann die Präsidenten oder wen auch immer losschicken kann. Und wenn die Grundlage fehlt, wird es halt einfach schwierig. Ich freue mich, wenn ich noch mehr Kollegen kriegen würde. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Frau Rieder. Weil, ja, nehmen wir das doch als ein Schlusswort. Prospect Research, die ganzen Recherchearbeiten. Wo sind die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen von Frau Rieder? Vielen herzlichen Dank und alles Gute für Ihre Zukunft und vielleicht bis in 2 Jahren, dann gerne. Auf der nächsten Tagung. Danke, super.